Servus, Albanda, und willkommen zurück zu Europonesalis. Jetzt hätte ich fast Hearts of Iron gesagt. Europonesalis 4 und alle guten Dinge sind 3. Wir sind in unserem dritten Versuch, diese Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen bei meinen beiden Mitstreiter in Kishé, Günner. Ja, wow. Wer ist in Pueblo, ist egal. Jetzt wollte ich schauen, wer reagiert. Hallo Günner, das macht nichts. Ja, also hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Hearts of Europa Universalis oder irgendwie sowas, ne? Ja, ich freue mich, wenn wir heute das Spiel tatsächlich so zum Laufen kriegen und noch ein paar Kolonien gründen können. Und natürlich auch im echten Klischee Struppi. Boah, moin, hau, weißer Mann. Willkommen in Kishé zu Europa Warhammer 5. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir sämtliche Namen abgehakt, die man durcheinander werfen kann. Ja, genau. Hearts of Europa Hammer 5. Ja. Sehr cool, auf jeden Fall. Perfekt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Oh, diesmal muss der Günner sogar mit den Eingeborenen kämpfen. Ja. Es gibt also immer wieder neue Sachen, die ihn überraschen können in diesem Spiel. Es ist doch nicht zu fassen. Auf jeden. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwie meine Städte noch mal ein bisschen ausbauen will. Da will ich mir noch nicht so... Hm. Wann ist nochmal, was hat das nochmal für Auswirkungen, wenn man die Hauptstadt wegverlegt? Ich habe die Hauptstadt ja irgendwann schon mal verlegt. Du hast ich glaube, du hast sie verlegt, weil du geringere Entwicklungskosten haben wolltest. Ja, genau, deswegen habe ich die verlegt. Aber hat das jetzt irgendwelche Nachteile, wenn ich sie jetzt von Humano nochmal wegverlege? Es ist halt teurer, je nachdem, wie hochentwickelt deine Hauptstadt ist. Um zu verhindern, dass du deine Hauptstadt die ganze Zeit verlegst, um billig Entwicklung zu kaufen. Ja, okay. Genau, also haust halt ein paar Admin-Punkte immer wieder auf den Kopf. Das ist ein Exploit-Fix, der schon mit dem Feature kam. Ja. Weil das Ding ist halt, ich habe 20% Umsatzkosten. Bei Humano jetzt zum Beispiel, wenn ich das nochmal aufwerten will, ne? Mhm. Und da kann man ja einfach mal überlegen, ob sich das dann lohnt, von der Admin-Macht her das Ding nochmal zu verlegen, ne? Also nochmal auf eine andere Provinz. Mhm. Nicht vergessen, Struppi, genau, ja, für deinen Krieg erfolgreich gegen die Toto-Knacken da, ne? Danke, danke, mach ich. Auf dass wir Nachbarn werden. Die Achse, genau das Ding. Warte die mal, Achse des Guten, Achse Humano, so. Ja. Guacamole. Ja. Welch epischer Name. Und auf dass der Marvin mich bald zu Gesicht bekommen wird. Wuhu. Yay. Ach ja, und der neue Kolonist, der ist ja auch noch da. Von der Bevölkerung in Lagunerus. Ja, Lagunerus. Ja, sehr geil. Lipan ist dann, glaube ich. Ah, nee, Tonkawa ist als nächstes dann. Stimmt. Gebäude errichten. Welche wichtigen Dinge? Produzierte Güter plus 50. Kolonie! Eine Kolonie! Ich vergesse, dass ich ja kommentieren kann. Oh Gott, nee. Lokale Produktionseffizienz plus 50. Oh nee. Lokaler Steuer... Nee. Hab ich schon überall gebaut. Willst du irgendwas sagen? Ich verstehe es auch nicht ganz gerade. Irgendwas hat er. Ja, genau. Ey, ich wollte mal gerade gucken, ob sich das lohnt, da irgendwo so ein Gebäude zu errichten, aber das ist momentan nicht der Fall. Ich warte mal einfach noch, bis ich ein bisschen Macht angespart habe. Ich sehe es ja eigentlich nicht ein, hier irgendwas rein zu investieren. Ja, achso, und wir müssen ja jetzt noch ein paar Punkte nachreichen. Ne? Also einer meiner Zuschauer meinte, es wäre halt ganz wichtig, dass Marvin und ich hier oben da die Galveston-Bucht dicht machen. Und dass wir versuchen, also die Europäer möglichst lange auch davon abzuhalten, einfach nur hier überhaupt zu landen. Ne? Wir haben ja schon den ersten Europäer hier gesehen. Irgendwann sind ja mal die Briten hier durchgewatschelt, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Schweine. Ja, es sieht ja erstmal ganz okay aus, ne, für uns. Also ich glaube, so schlecht ist das momentan gar nicht.
Nee, sollte eigentlich klappen alles. Ja. Die 6 Kröten. Hier müssen wir mal schauen. Also ich weiß ja nicht, was es bedeutet. Ich meine, es ist 15:31. Mittlerweile sollten die Europäer wahrscheinlich schon angekommen sein. Ja, an Südamerika schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich schon darauf, ich freue mich schon darauf, wenn ich irgendwann hier die Spitze von Havanna gelb oder grün sehe. Ja. Vielleicht kann ich ja Panama oder sowas von den Europäern erreichen mit meinen Kolonien so langsam. Mal schauen. Ja, im Idealfall überleben wir das, wenn die Europäer kommen. Das wird unser strategisches Vorgehen dann nochmal vor so eine ganz neue Herausforderung stellen. Ich habe Angst. Ja, ich irgendwie auch. Ich stelle mir auch jetzt gerade schon die Frage, ob ich nicht mal irgendwie Einigungsdinger hier bauen soll, aber diese Gebäude sind auch so teuer. So ein paar Küstenbefestigung, Luftabwehrgeschütze. Ja, genau, das wäre. Ja, wir sind ja bei Hearts of Europa War, Europa Hammer, Universalis oder whatever. Universalis. Ja, genau. Ach, wie geil ist das denn? Vielen Hearts of Europa Hammer, Universalis. Oh Gott. Und 20. Universalis Kings. So. Oh Gott, nein. Jetzt übertreibt er. Ja, ich weiß. Ich versuche mir halt gerade einfach nur das perfekte Spiel vorzustellen. Ja. Entwicklung hier. So schlecht hier. Ja, eigentlich auch ganz gut. Hätte ich. Ding, wenn ich von hier die Hauptstadt wegverlegte, dass ich etwas Adminmacht sparen würde, nämlich 20%. Nee, nicht ganz. Spannend. So, unsere Leute haben sich erholt. Wunderbar. Das heißt, langsam können wir dann uns auch wieder in Richtung mehr Truppenrekrutierung machen. Unbedingt. Das Problem ist, die beiden haben sich verbündet miteinander. Das ist kacke. Das Überleben wäre nicht so leicht. Gut. 1% würde ich. Da müssen wir mit Günner und unseren drüben kämpfen. Ich das Teil aber schon 20 Mal entwickeln. Oh, und da ist Kische eh größer geworden. Volle Annexion wurde gefordert. Jetzt hast du sie komplett annektiert. Ja, jetzt habe ich sie komplett annektiert. Wie geil ist das denn? Ich darf nur noch mal darauf hinweisen, war ja so, dass sich ja letztes Mal schon eine Koalition gegen dich gebildet hat, als du deutlich weniger annektiert hast. Ich habe nachgeschaut, keine Sorge. Okay. Also die Koalition kam ja eigentlich, weil ich außerhalb des Waffenstillstands angegriffen habe. Also ja. Während des Waffenstillstands meine ich. Also ich habe den Waffenstillstand missachtet und dadurch eigentlich so viel AE angesammelt, dass die alle was gegen mich hatten. Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Na? Die Comanchen vasalisiert. Manchen was. Ja. Ja, na super. Und da hat sich alles schon erledigt. Ich habe einen Regentschaftsrat. Ich glaube, ich wollte da irgendwie nämlich crazy-mäßig hier abgehen und alles irgendwie erobern. Ja. Das war das. Das klingt so gar nicht nach Günner. Das macht er so selten. Ja, genau. Arsch, mir kann
Ja, nicht kolonisieren? Halt, Moment, stopp. Ordentliches Wachstum von Einkommen, sehr schön. Nee, es geht nicht. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe ein Handelszentrum erobert. Das ist natürlich super. Boah. Überhaupt irgendwie großartig handeln. Das lohnt sich, glaube ich, für mich auch überhaupt nicht so. Wie viel mache ich durch Handel? 1,72. Dann mache ich fast das Doppelte. Naja, nicht ja. Ganz, das wäre übertrieben. Ich mache 0,66. Oha. Naja, ich meine, ein paar meiner Anrainerstaaten hier sehe ich gerade die entfernen Geld aus Rio Grande. Fast einen ganzen Dukaten weniger machst du unseretwegen pro Monat. Mein Sprachzentrum ist tot. Ist. Hier in Lipan. Eine Sache fällt mir nämlich ja gerade noch ein. Vorhin hatte ich ja so ein ähnliches Event und da ging es ja darum, die Kolonisten in Tonkawa zu nehmen. Und ich hätte die eigentlich auch nehmen können, interessanterweise, weil Tonkawa kann ich so regulär ja gar nicht, da kann ich ja gar keinen Kolonisten hinschicken. Insofern ist es also sicherlich hier ganz interessant. So, ich werde jetzt übrigens den da hinschicken. Hier noch ein bisschen weiter das Kolonialwachstum antreibt. Noch mal eine ordentliche Armee aufstellen. Okay, gut. Ach ja. So ist es, ne? Gell? Also, ja, ihr seht schon, die Monroe-Doktrin zieht von der Spieldynamik her alle in ihren Bann. Aber ich weiß es gerade gar nicht, aber es wird, soweit ich weiß, angeschaut. Ja, ich hab auch gehört, dass es Leute gibt, die sich das angucken. Das ist ein Gerücht. Gerüchten zufolge. Genau, ja. Man hat gehört, es gäbe da. Ja, genau. Im Internet munkelt man, ja. Im Internet kam es spontan zu Empörungen. Das ist so, das ist mein Lieblingsspruch überhaupt. Oh, wie geil. Noch mehr Kaffee. Noch mehr Kaffee. Diese ich habe die eine Geschichte auch noch gar nicht erklärt. Klapaneten. Scheiße. Ich wusste nicht, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie das machen, dass sie das durchziehen, die Idioten. Ah, verdammt. Berühmte happened? Letzte Worte. What did you do wrong this time? Unabhängigkeitsunterstützung. Lass mich. Ja, wer hat denn gedacht, dass die wirklich ernst machen, ne? Nee, aber das Lustige ist gerade, dass, okay, sie helfen mir. Nein, helft mir, kommt, ihr Vollposten. Ja, ich glaube, das kann sogar klappen. Sehr schön. Schade ist nur, dass ich kein Kriegsführer bin. Da kann ich diese eine Geschichte noch erzählen, die ich hier nach den Bündnissen gucken. Ja, komm, ich erzähle dir jetzt einfach nochmal gerade schnell. Genau. Und das kam, da ging es nämlich auch um Kaffee. Ich weiß gar nicht, wir haben im letzten Part auch schon so ein bisschen, also ne, bevor überhaupt hier wir unsere dritte Aufnahmesession gestartet haben, haben wir noch ein bisschen über Kaffee gesprochen und meine Obsession mit Kaffee. Und es gibt noch eine Geschichte, die hat mit der Geburt meines Sohnes zu tun, nämlich tatsächlich, bevor ich meine Frau ins Krankenhaus gefahren habe, die schon ihre Wehen hatte, habe ich mir nämlich noch einen Kaffee gekocht und diesen Kaffee mit ins Krankenhaus genommen, weil ich überhaupt
Ja, weil ich überhaupt nicht mir vorstellen konnte, da in so ein Krankenhaus zu gehen, dort dann wahrscheinlich ja mehrere Stunden, ne, so eine Geburt, die dauert ja auch ein bisschen, zuzubringen und nur so ein ätzendes Brackwasser dort trinken zu müssen. Und die Sache war halt, meine Frau war sich noch gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich Wehen sind oder nicht. Ich kann Rivalen auswählen übrigens, müssen wir gleich mal gucken. Mal ganz kurz pausieren, das muss ich mal durchlesen noch. Oh, ich kann Kishé rivalisieren. Ja, fuck you. Tolle und, Idee. Ja, es war noch gar nicht so klar, ob das jetzt halt wirklich schon die Geburt ist oder nicht. Und deswegen monatliche Veränderung der Autonomie in Zinner der Unruhe minus 1. Okay, dann. Und ich packe hier 11, ja doch, das haut ja. Ja, und sie war sich da noch gar nicht so sicher, ob das jetzt die Geburt ist oder nicht. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so illegitim, sich einen Kaffee zu kochen. Aber meine Frau fand es natürlich trotzdem doof und hat sich halt lautstark beschwert. Und gesagt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass du denn noch einen Kaffee kochst. Und ich habe dann gedacht, ja, aber weißt du, wenn wir jetzt dann auch so ewig da sind und so, du willst ja auch von deinem Mann Unterstützung bekommen und nicht, dass der dann wie so ein Zombie die ganze Zeit rumkrabbelt. Und ja. Dann habe ich mir tatsächlich, als meine Frau schon ihre Wehen hatte, habe ich mir tatsächlich noch einen Kaffee. Unglaublich. Mein Sohnemann nimmt es mir bis heute nicht krumm, aber das sind natürlich die Geschichten, die man später irgendwann mal erzählen muss. Ne? Weiß auch noch hier, Sohnemann damals. Wenn dein Sohn Gefahr läuft, kaffeesüchtig zu werden, dann kannst du ihm diese Geschichte erzählen. Ja, genau. Ja. Lerne aus meinen Fehlern. Genau. Annektieren. Oh, schön ist, dass die KI sich gerade wieder komplett auf mich stürzt. Die sind zwar noch mit anderen Leuten im Krieg, aber das Wichtigste ist erstmal zu meiner Hauptstadt zu marschieren, um sie zu besetzen, meine Truppen anzugreifen, um mich zu schwächen und so weiter und so fort. Kennt man ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Wenn man es aus deren Perspektive sieht, sie greifen den schlausten Gegner an. Ja, aber sie greifen sich unbedingt den Gegner an, der ihre Hauptstadt besetzt. Wow. Han Ek I Kishé bestieg den Thron von Kishé mit 6-2-3. Ja, aber mein Nachfolger ist der, ist noch viel besser. Willst du die Stats wissen? Ja, wissen sie ja, hören? Sag mal. 0-1-0. Ja, was? 0-1-0. 1-0, geil. Das, warte mal. Leck mich fett. Das ist ein General. Mein Häuptling hat 4-2-3. Oh. Das ist, ja, das ist ein ordentlicher Mittelwert. Also ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, ob Günther das jetzt gar nicht mitgekriegt hat, aber ich habe gerade einen Krieg erklärt. Oh. Du hast einen Krieg. Und in Nordamerika, ganz im Norden, so kurz Abenaki. Vor Kanada. Yeah. Und das sind zwei Ein-Provinz-Staaten und der eine ist jetzt eiskalt an mir vorbei in mein Gebiet runtergelaufen. Jetzt muss ich dem nachlaufen, bevor ich wieder belagern kann. Ich sehe es, ja. Geil, ich unterhaltsam. No CV War, ne? Oder? Was ja, ja. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Und die, meine, ich habe zu meinen Verbündeten gerufen, aber die haben sie einfach vorbeilaufen lassen. Stimmt, ich muss auch einen so Krieg typisch. Erklären, fällt mir da gerade ein. Ja, meiner sah ganz gut aus, jetzt verlieren wir ihn wahrscheinlich, weil meine Verbündeten so zu blöd sind, mir zu helfen. Merkt euch, liebe Kinder, Unabhängigkeitsunterstützung geht nie gut aus. Vor allem, weil die so unendlich viele Mannstärke haben. Ich habe ihre Armeen schon zweimal besiegt, fast vernichtet und die haben wieder, weiß ich, wie viele Leute. Ist doch gar nicht so eine große Armee, ne? Naja, meine ist, jetzt habe ich gar keine Mannstärke mehr. Das Problem ist gerade, das Lustige war gerade eigentlich, dass ich,
dass ich eigentlich, dass sie Technologiegruppe 3 sind, ich Technologiegruppe 5 und ich hätte fast eine Schlacht gegen sie verloren, obwohl ich doppelt so vielen Leuten angerückt bin. Was? Ah, cool, der erhöht die Steuern. Hello. Wenn Karankawa dann zu einer Stadt. Ah ne, scheiße, das ist ja auch nur so eine doofe Savanne, ne? Das bringt mir überhaupt. Hat hier mal so eine Mission gekriegt. Ah, ja. Abwarten. Ich will nicht so viele Vasallen auf einmal haben. So ein bisschen auf. Also ein bisschen auf. So, das gewinnen wir doch noch. Sehr schön. Ein weiterer mesoamerikanischer Krieg wurde entschieden für das großartige Quiché. Irgendwie reagieren diese einen Provinzstaaten hier oben, glaube ich, gerade ein bisschen über. Ich habe hier drei einen Provinzstaaten, einer mit 13, einer mit 15, einer mit 16.000 Mann. Mhm. Boah, leck. Die haben so viel Mann wie ich und ich besitze halb Mittelamerika. Dazwischen ist dieser ein Provinzstaat mit 5000 Mann, aber der hat Technologiestufe 5. Das macht mir fast noch mehr. Scheiße. Wow. Einfach nur wow. Next. Miltech 4 auch, ne? Miltech 5. Alter, was geht? Gleich, ne? Und glaube ich, wie viel Geld man macht, wenn man gerade mal keine Kolonien offen hat. Ja, auf einmal fängt es an zu sprudeln, ne? Das ist unglaublich. Das Ding auf jeden Fall bauen wir hier. Hey, ich habe meine Provinz zurückbekommen. Cool. Von wem? Warum? Von den Schlabberneken. Die haben doch mit denen habe ich ja einen Unabhängigkeitskrieg geführt. Von den Schlabberneken, genau. Und ich habe dann meine Kernprovinz zurückbekommen, die damals im ersten Krieg an die Mixteken ging. So. Dafür habe ich jetzt totonakische Rebellen. Der Monarch Tony ist tot. Pueblo ist der neue Föderationsführer. Oh. Mit 50,725 oder nee, warte, das ist ein Punkt. Mit 50.725 föderaler Autorität. Moment, wir waren zusammen in einer Föderation unter Tony? Ja. Was haben wir falsch gemacht? Warum? Warum wird das hier immer. Warum werden die. Warum macht man eigentlich keine Kommata hier bei den Werten, sondern immer Punkte? Weil wie die englische oder amerikanische. Amerikaner, ne? Mhm. Ja. Oder beziehungsweise amerikanisches Zählsystem hier, ne? Ja, genau. Es ist so schlimm. Und da hat der Günther einen eingeborenen Aufstand. Ja. Ich sehe dich. Ja, ja, ja. Aber das ist der Witz, wenn da 1000 Eingeborene den Aufstand proben und ich da mit 10.000 Mann drin stehe, dann müssen die doch eigentlich direkt wieder vanishen, so schwuppdiwupp sind sie weg. Ach ja, sich übers Englische, für die englische
deutsche Zahleninterpunktion da aufregen, dann aber lauter Anglizismen verwenden. Ne? Ja, ich kann dazu auch nur sagen, ich bin der inkonsequenteste Mensch dieses Planeten. Ich sehe da überhaupt keine Inkonsequenz darin, da kann ich vollkommen mit umgehen. Ey Bro, da kannst du voll auf mich counten. Ja. That hurts so many ways. Ach, wo denn? Das ist immer so lustig. Wie war das? Ich habe mich gerade verklickt, egal. Karte mit allen Nationen, die nicht das metrische System verwenden. Da werden halt diese drei Nationen angezeichnet auf der ganzen Welt. Ich könnte jetzt meine Religion reformieren. Also die erste Reform von 5 durchboxen. Ich weiß halt einfach nur noch nicht genau, was dann passiert. Verliere ich meine ganzen Provinzen oder wie ist das? Du bist jetzt in einem weiteren Krieg dadurch drin. Nee, ich bin gerade in keinem Krieg. Du vassalisiert hast, Marvin. Nee, ich frage Marvin. Ach so, Marvin. Ja, ich habe den falschen vassalisiert. Oh. Ich habe einen Denkfehler gemacht. Oh. Der wird noch lustig. Also ich weiß gerade nicht. Du bist jetzt im Krieg mit Lenape, ne? Du könntest ja hingehen, theoretisch, und die dann an die Abenaki verfüttern, oder? Moment, Entschuldigung, nochmal. Könntest du nicht Lenape an die Abenaki verfüttern? Ja, wenn ich sie besiege schon. Okay, ich drück dir die Daumen. Wenn du Hilfe brauchst, sagst Bescheid. Ich muss jetzt aktuell erstmal schauen, weil meine Truppen exiliert worden sind. Jetzt muss ich schauen, ob ich die. Ich weiß, ich bin gar nicht sicher, ob ich die bei meinem Vasallen deexilieren kann, ob ich jetzt eiskalt in den Süden laufen muss dafür. Ja. Das wäre irgendwie uncool. Aber das werden wir sehen. Hatte für einer von euch die Zeit im Blick, ganz kurz? Wir sind so bei 25 Minuten, also wir können bald mal Schnitt machen. Okay, dann können wir das irgendwie wirklich zwischen den Parts mal ganz kurz ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt Reformen mache. Dann machen wir doch sehr schnell mal einen Cut, ganz zufällig. Mensch. Ohne Hintergedanken, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus.